Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße heute ganz freundlich Benjamin Mutlak von der Atlas-Initiative und vom ökonomischen IQ. Eine ziemlich interessante Seite, da sollten Sie mal vorbeischauen. Wir setzen den Link auch unter diesem Video. Herr Mutlak, Sie sind ja Mittelständler mit Bankkaufmann-Ausbildung oder Bankausbildung. Sie haben ein Diplom in Wirtschaftsinformatik und Sie machen die Medienarbeit für die Atlas-Initiative, die Markus Krall gegründet hat. Das sollte man hier auch nochmal dazu sagen. Die Atlas-Initiative setzt sich ein für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie fördert, unterstützt sie und deren Werte. Und heute haben wir uns verabredet in unserem Gespräch über den großen Reset. Aber bevor wir dazu kommen, vor ein paar Tagen waren ja die beiden wichtigen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März. Was nehmen Sie denn davon mit, von den Ergebnissen? Ja, ich nehme mit, dass es doch schon eine Klatsche gab, vor allen Dingen für die CDU. Und was ich allerdings auch mitnehme, und das stimmt mich ein bisschen nachdenklich, ist, dass die grüne Seite dort erheblichen Auftrieb hat. Wir wollen ja heute darüber sprechen, über die Freiheit, und dafür stehen wir ja auch als Atlas-Initiative, und dafür sollte eigentlich jeder Mensch stehen. Und ich stelle dann durchaus fest, dass die Grünen Auftrieb haben ohne Ende, und gerade im Zuge des Great Resets und was da noch so an Planung, ich möchte da nicht zu sehr vorgreifen, aber was da kommen könnte, habe ich das schon, also habe ich meine Bedenken. Ja? Und letzten Endes sieht man ja immer wieder, wie vorgeprescht wird, dass man in Hamburg nur noch Einfamilienhäuser bauen darf, dass man nur noch 12 Autofahrten haben darf oder was weiß ich. Also es gibt ja verschiedene Vorstöße immer mal wieder, um zu gucken, wie die Bürger so reagieren. Also auf der einen Seite zu Recht eine Schlappe für die Regierungspartei CDU, auf der anderen Seite, und das sehe ich mit großen Bedenken, den Auftrieb der Grünen, und dass da viele Menschen auf diesen Zug aufspringen und darauf reinfallen, das halte ich für sehr bedenklich, und darauf kommen wir jetzt ja auch zu sprechen, denke ich. Ja, bei den Grünen wird ja auch viel über Enteignung gesprochen. Sie kämpfen auch gegen die Mobilität, die einer der Pfeiler unseres Wohlstandes ist. Also im Grunde sagen die das ganz offen und trotzdem erzielen sie gute Ergebnisse. Natürlich Baden-Württemberg durch Kretschmann und dann auch, weil es die Zeitgeistpartei ist, die auch extreme Unterstützung in den Medien hat. Das darf man auch nicht vergessen, glaube ich. Genau, absolut. Und wir sehen es ja jetzt auch, die Klimathematik wird nachgeschoben. Es wird von einem Klimalockdown gesprochen. Und wir wollen ja auch gleich sprechen über das, was sich jetzt durch die Corona-Krise andeutet und was jetzt im Nachgang als Great Reset kommt oder schon, wo wir mittendrin sind, wie Max Otte kürzlich bei uns im Video sagte. Da merkt man schon sehr genau, dass dort auch ein Plan ist. Also ich greife das schon mal kurz vor. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit dem Lockstep-Szenario der Rockefeller Foundation beschäftigt haben. 2010, ja. Genau, Robert Hering hat das sehr eindrucksvoll geschildert, und auch in dem Zusammenhang spielt das Event 201 eine Rolle. Im Oktober 2019, also direkt vor der Pandemie, hat man 4 Szenarien durchgespielt, wie man denn so eine Corona oder eine Pandemie durchführen könnte und dem entgegnen könnte. Und das, was da passiert ist, erleben wir heute. In verblüffender Ähnlichkeit, das war kurz vor der Pandemie, allerdings das Lockstep-Szenario der Rockefeller Foundation war von 2010. Also da kann man jetzt sagen, entweder war es eine Vorhersage oder es war ein Drehbuch. Die beiden Möglichkeiten gibt es, in dem Zusammenhang zu nennen natürlich auch die WHO und die Johns Hopkins University, die jeden Tag die Zahlen veröffentlicht. Und ja. Die wurde weit vor 1900 gegründet und 1916 durchfinanziert von der Rockefeller Foundation. Heute Großspender Michael Bloomberg und Bill Gates, Melinda und Bill Gates Stiftung, und natürlich auch immer noch Rockefeller. Und man muss da natürlich immer aufpassen. Max Otte sagt das ja auch mal. Früher hieß es kritische Sozialwissenschaften. Wenn wir uns jetzt so darüber unterhalten, wird man schnell als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Man muss dazu allerdings direkt entgegnen, diese Themen sind überall einsehbar. Also das Rockefeller-Lockstep-Szenario, Norbert Hering hat es sehr gut aufbereitet. Wir können es vielleicht auch verlinken unter der Webseite. Das ist schon verblüffend, dass man 2010 derartige Planungen durchgeführt hat. Kurz gesagt war es so, dass China hart reagiert und autoritär durchgreift, der Westen zunächst erst ein wenig zurückhaltender und dann aber genauso autoritär, und dass die Menschen es sogar auch gut finden.
und es mitmachen und dass natürlich die Reisetätigkeit zum Erliegen kommt, dass der Einzelhandel Probleme bekommt. Ja, und dann sehen wir jetzt im nächsten Zuge, dass es im Grunde eine kalte Enteignung schon ist gegen den Mittelstand, gegen den Einzelhandel. Wenn man diesen, wir haben ja auch einige mal interviewt und zu dem Thema mal befragt, und da stellen wir fest, dass sie nicht vom Staat durchfinanziert wurden. Wenn man es hätte machen wollen, hätte man es ganz einfach und unbürokratisch über die Finanzämter abwickeln können. Man macht es jetzt total bürokratisch, lässt eine Software programmieren, und die November-Dezember-Hilfen sind zum Teil jetzt noch nicht angekommen. Also ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass man Unternehmer vom Staat abhängig macht. Im Gegenteil, das möchte kein, ein Unternehmer wird Unternehmer, weil er frei sein möchte. Und wenn man die abhängig macht vom Staat, weil man denen Berufsverbot erteilt, dann muss man sie durchfinanzieren. Aber im Vorfeld hat natürlich auch kein Abwägungsprozess stattgefunden. Man hat nicht über die Konsequenzen gesprochen, weder wirtschaftlich noch psychologisch und soziologisch, dass viele Menschen sich das Leben nehmen. Das taucht zwar immer mal wieder auf, aber die Zahlen werden nirgendwo in einer Excel-Tabelle geführt, wie das andere Zahlen oder wie sich andere Zahlen wiederfinden. Und Ja, das man reicht hütet sich eben sehr nicht. davor, die Gegenrechnung aufzumachen, haben Sie völlig recht. Absolut. Wie kann man sich denn dem Thema nähern? Vielleicht versuchen wir es mal mit einer kurzen Definition. Es hat ja, wie die meisten haben darüber gehört, aber es ist nicht ganz klar, wohin das alles gehen soll. Also es geht um eine neue gesellschafts- und politische Ordnung nach Corona. Das Weltwirtschaftsforum hat das angestoßen. Wenn ich jetzt mal versuche, nur Stichwörter in den Ring zu werfen, dann geht es um Kollektivierung, um Konzentration, es geht um Kontrolle, es geht um Nachhaltigkeit und Klima. Wie würden Sie das denn in wenigen Sätzen auf einen Punkt bringen? Also der Leitsatz von dem Klaus Schwab, von dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, ist: 2030 wirst du nichts mehr besitzen und dir wird es besser gehen. Ich sage, übersetze das jetzt mal kurz und knapp. Also er möchte das Privateigentum abschaffen, und möchte das alles zentralistisch verwalten, dass man quasi nur noch mithilfe von Miet- und Leasingmodellen die Möglichkeit hat, gewisse Dienstleistungen zu nutzen, ähnlich wie wir das bei Handyverträgen oder so kennen. Das soll halt überall stattfinden. Und das Elementar ist natürlich, dass das Privateigentum eine große Errungenschaft unserer Menschheit ist. Und Privateigentum steht für Wohlstand. Das ist das, was unerlässlich ist. Denn wenn Sie etwas haben, Sie haben ein Haus, dann pflegen Sie es, Sie kümmern sich darum. Wenn es allen gehört, dann lassen Sie es verludern, wie man so schön plakativ sagt. Und Sie sehen es ja auch, wie der Staat ja mit den Mitteln umgeht, die er hat. Das macht er auf jeden Fall anders, als wenn ihm das selber gehören würde. Also Kollektiveigentum ist immer schädlich. Der Sozialismus lebt von der Substanz. Das haben wir im Ostblock erlebt, und das hatte auch damals, ich glaube, Schumpeter war das, hatte gesagt, das wird so 70 bis 100 Jahre dauern. Dann ist die Substanz aufgebraucht und dann ist der Sozialismus am Ende. Und im Grunde kann man sagen, sowohl die Klimathematik als auch jetzt Corona sind eine neue Erscheinungsform des Sozialismus. Ich habe ein tolles Buch zu dem Thema, was ich empfehlen kann. Und zwar Der Todestrieb in der Geschichte von Igor Schafarewitsch, Erscheinungsform des Sozialismus. Igor Schafarewitsch hat ihn selber erlebt in der UdSSR. Und wenn wir uns das anschauen, was in Venezuela und so weiter passiert, dann sollte das auf jeden Fall ein Schreckensszenario sein. Das Genau. heißt, das Stichwort Wohlstand ist letztlich ja vorgeschoben. Es ist eine Täuschung. Wir sind ja auch schon da in unserem Land, dass wir zunehmende Lasten auf den Staat lenken und gleichzeitig weniger erwirtschaftet wird. Und die, die noch was erwirtschaften und beitragen mit Steuern, werden immer stärker belastet. Das kann doch nicht gut gehen. Ja, und man muss ja auch sagen, sowohl, also Steuern sind ja auch schon ein Stück weit ja, neben das Privateigentum. Ja? Also wenn Sie 100 Euro erwirtschaften und man nimmt Ihnen 50 weg, dann sind 50 schon mal verstaatlicht. Ja? Und dann ist die Frage, was mit diesen 50 passiert. Das ist das Entscheidende. Und wir haben natürlich jetzt im Zuge der Corona-Krise sehr bald auch Corona-Soli wird diskutiert. Und da werden wir natürlich erleben, dass der Mittelstand geschröpft wird, weil das ist derjenige, der die Steuern bezahlt, nicht die Unternehmen, die technokratischen Unternehmen wie Amazon und Co., die bezahlen hier keine Steuern. Die erwirtschaften zwar aktuell Riesengewinne, aber da passiert nicht viel. Das ist ein großes Problem. In dem Zusammenhang auch zu nennen natürlich der digitale Euro, der dann irgendwann
kommt und der auch heiß diskutiert wird. Das wird auch eine dystopische Entwicklung nach sich ziehen. Wenn Welche Rolle umsetzt. Spielt er denn in diesem großen Drehbuch? Fokus, da haben wir kurz im Vorgespräch gesprochen, hat ja heute auch ein großes Stück dazu. Genau, der spielt eine große Rolle. Also in dem Zusammenhang zu nennen ist das Unternehmen Accenture. Das ist ein IT-Dienstleister, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, die industrielle Revolution durchzuführen. Wenn man in die Geschichte von Accenture blickt, stellt man fest, dass eines der Vorunternehmen Anderson war. Die waren in den Enron-Skandal damals verwickelt, also so richtig einwandfreien Neumund hat dieses Unternehmen nicht. Und die scheinen auch im Zuge des digitalen Euros eine entscheidende Rolle zu spielen. Das große Problem bei einem digitalen Zentralbankgeld ist, dass es, wenn es das Einzige ist, dass man uns ziemlich an der Kandare hat. Also wenn so Menschen wie Sie und ich die Meinung sagen, Stichwort China, dort sehen wir es im Sozialkreditsystem, dann bekommen wir kein Geld mehr, Kredite schon mal gar nicht. Und in dem Fokusartikel steht es heute auch so geschrieben, dass es äußerst problematisch ist, wenn die EZB die Geschäftstätigkeit von Banken übernimmt und Kredite vergibt. Und wenn sie das dann an bestimmte Bedingungen knüpft, sprich an Klimabedingungen, an umweltfreundliche Bedingungen, an Unternehmen nur vergibt, die Produktionsmittel haben, die umweltfreundlich sind, dann haben wir genau das, was wir nicht wollen. Dann ist man abhängig davon. Und das ist ein großes Problem, wenn man in dem Zusammenhang noch sagt, dass die Deutsche Bank, Commerzbank, als die großen beiden Privatbanken in Deutschland, zum Glück haben wir noch viele Genossenschaftsbanken. Ich bin ein großer Freund von genossenschaftlichen Strukturen, weil das eine breit diversifizierte Landschaft ermöglicht. Aber zurück zur Commerzbank und Deutschen Bank, die notieren beide bei deutlich unter 75% vom Buchwert. Das heißt, der Markt traut den Bilanzen nicht. Die Bilanzen sind verseucht mit faulen Krediten. Und die Commerzbank ist ja auch schon teilverstaatlicht. Der Staat ist großer Eigentümer an der Commerzbank. Und die beiden Banken wurden abverkauft. Der Markt antizipiert also schon die faulen Kredite, dass die irgendwann wertberichtigt werden müssen, was bis heute nicht passiert ist. Stichwort Insolvenzrecht aufgeweicht. Mhm. Also das wird irgendwann kommt der Tag der Abrechnung. Und dann ist klar, die beiden Institute sind systemrelevant. Das bedeutet, der Staat wird sie retten, wird sie durchfinanzieren. Und dann haben wir genau das Thema. Aber die EZB ist ja noch da, wo man das dann alles auffangen kann. Und dann findet die Kreditvergabe möglicherweise direkt über die EZB statt. Und das ist ein Szenario, was erschreckend ist, denn das wollen wir alle nicht. Wir wollen besser funktionierende regionale Strukturen über die Genossenschaftsbanken. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die am Leben bleiben, dass diese Strukturen funktionieren. Und auch da sehen wir eine Entwicklung, die zentralistisch ist. Also die Genossenschaftsbanken werden auch immer größer und dadurch häufen sie natürlich auch Klumpenrisiken an. Ne? Und dieses Prinzip wird ein Stück weit aufgegeben und das halte ich für bedenklich. Ja, was Sie uns da schildern, bedeutet natürlich auch im Klartext eine immer größere Rolle des Staates und unsere Abhängigkeit vom Staat. Wir sehen ja gerade in diesen Wochen und Monaten, dass der Staat jetzt, sage ich es mal diplomatisch, nicht immer alles richtig macht. Die ganze Corona die Maßnahmen, alles wird vergeigt von den Bestellungen bis zur Verabreichung der Impfungen. Man sieht jetzt auch, dass selbst Aldi das besser hinkriegt als unsere Regierung, was die Schnelltests zumindest angeht. Was sehen Sie denn da an Problemen kommen? Größere Rolle des Staates? Das ist ein Riesenproblem. Also wir haben es ja jetzt gesehen bei den Masken. Da bekommen selbst im Umkreis sehe ich, dass junge Menschen ein Rezept bekommen, 2 Euro dazu zahlen müssen, was ja erstmal noch nicht schlimm ist, für 6 Masken. Aber eine Maske kostet 6 Euro und beim Discounter bekommen sie eine Maske für 79 Cent. Das unterstreicht im Grunde, wie der Sozialismus bzw. wie die Planwirtschaft, wie die Staatswirtschaft nicht funktioniert. Das ist das große Thema. Und der Sozialismus ist deshalb gescheitert, das hat schon Ludwig von Mises in den 20ern des letzten Jahrhunderts gesagt, weil er eine Wirtschaftsrechnung nicht erlaubt. Das ist vollkommen klar. Wenn der Staat alles vorgibt, das war bei den Nationalsozialisten im Übrigen auch so, wenn der Staat alles vorgibt, die Preise vorgibt, dann bekommen sie falsche Preissignale und dann kommt es zu Fehlallokationen. Das ist das große Problem. Und jetzt aktuell haben wir eine Staatsquote, die sich schwer ermitteln lässt. Wir hatten schon vor Corona eine Staatsquote von 47% um den Dreh. Auch das ist schon fernab jeglicher marktwirtschaftlicher Vernunft. Ich denke, Ludwig Erhard und Co. würden sich da im Grabe umdrehen, wenn sie es mitbekämen. Das ist ein großes Problem, wenn der Staat sich in zu viele
Prozesse einmischt. Und das Ding, das Thema mit dem Great Reset ist vor allen Dingen auch, dass es eine Ideologie ist. Haben wir hier nicht letztlich... Eine Sekunde. Dr. Maaßen twitterte kürzlich, was passiert denn mit denen, die dieser Ideologie nicht anhängen, die diese Ideologie verachten? Was passiert mit denen? Und das lasse ich mal so im Raum stehen. Ja, ja, das sehen wir ja. Das ist ganz klar sichtbar, richtiger Punkt. Ich wollte einfach mal fragen, haben wir da nicht letztlich auch ein Generationenproblem? Das letzte große sozialistische Modell ist um die Wende zu den 90er Jahren gescheitert. Das war vor über 30 Jahren. Das heißt, wer jetzt 35 oder 40 und jünger ist, hat gar nicht mehr aus eigenem Anschein oder aus eigener Ansicht erlebt, was da alles schiefgehen kann. Ja, wir haben, glaube ich, den Kampf für die Freiheit verlernt, weil wir die Freiheit als etwas Selbstverständliches ansehen. Das ist ein Punkt. Und ich stelle auch fest, dass im Osten der Republik die Menschen wesentlich feinfühliger sind, was die Corona-Maßnahmen angeht, was allgemein staatliche Einschränkungen angeht. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Und ein Problem sind auch nicht diejenigen, die dieser Ideologie anhängen. Weil, also die sind sehr laut. Das Problem ist die schweigende Masse. Die schweigende Masse war auch bei dem braunen Sozialismus, will ich mal ganz salopp sagen, das Problem, die geschwiegen hat. Das haben wir im Vorgespräch auch schon gesprochen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass solche Gespräche, wie wir es jetzt gerade führen, dass die geteilt werden, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Man hat die Möglichkeit, sich dieses blaue Büchlein von dem Herrn Schwab durchzulesen. Man hat auch die Möglichkeit, ein PDF runterzuladen. 2000 Unternehmen ungefähr sollen übrig bleiben. Das ist das, was die wollen. Also im Grunde ist es eine Art Konzernsozialismus, wie auch immer man das beschreiben möchte. Es wird auf jeden Fall dazu führen, und das beginnt ja schon, dass der Mittelstand zurückgedrängt wird zugunsten eines zentralistischen Konzeptes, wo es nur noch wenige Unternehmen gibt, keinen Wettbewerb, und dann musst du die Produkte auch nehmen, die es gibt und zu dem Preis und der Qualität, die gegeben wird. Und das ist bitter, und Sie haben es gesagt, unsere Generation, meine Generation hat das nicht erlebt. Man bekommt es nur mit, wenn man sich wirklich mit solchen Themen mal auseinandersetzt, in der Tiefe. Großmutter und Großvater sind auch verstorben, die kann man auch nicht mehr dazu befragen. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen. Und das ist das große Problem, wenn wir mit unseren Themen, ich merke es im persönlichen Umfeld, wenn ich die Dinge anspreche, die Leute ducken sich weg und sagen, ich gucke lieber Fußball, was ja auch bezeichnenderweise noch läuft, ne, dass man Brot und Spiele, dass die Menschen wenigstens Fußball gucken können und ganz sich noch mehr aufregen. Und das ist ein Punkt, man holt die Menschen mit diesen Themen aus der Komfortzone, und sie möchten lieber in der Komfortzone verbleiben, weil da ist es schön kuschelig. Aber deswegen dürfen wir nicht aufhören, und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die Dinge verlinken, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen sollen, weil die sollen auch nicht das glauben, was wir jetzt hier sagen. Das ist auch Quatsch. Das ist nicht das, wofür ich stehe, sondern ich stehe dafür, dass die Menschen sich damit beschäftigen, selber eine Meinung bilden außerhalb des Hauptstrommediums, was wir so kennen, und dann für sich entscheiden, okay, nee, diese Welt möchte ich mit Sicherheit nicht und den digitalen Euro möchte ich nicht. Ich möchte am Bargeld festhalten, deswegen kann ich auch jeden nur dazu aufrufen, so oft es geht, mit Bargeld zu bezahlen, dass die Akzeptanz für Bargeld bleibt. Und auch da sehen wir in der Corona-Krise, dass es deutlich abgenommen hat. Selbst mein Eisdielenbesitzer, mein befreundeter Eisdielenbesitzer, spricht davon, dass Eis oft mit der Karte bezahlt wird jetzt. Also erschreckend. Die Bargeldinitiative von Max Otte können wir da ja auch nochmal in Erinnerung rufen. Richtig, aktueller denn je. Absolut. Welche Rolle spielen denn die Medien in diesem großen Zusammenhang? Die sind ja willige und große Plattformen bei der Umsetzung dieser großen Neuordnung. Also die Medien spielen eine große Rolle, die Wissenschaft spielt eine große Rolle, und natürlich spielen die Medien auch das Lied von dem, der sie bezahlt. Und da haben unsere öffentlich-rechtlichen Institute auf jeden Fall ein Befangenheitsproblem. Das ist überhaupt keine Frage, denn sie werden wir alle finanzieren sie, obwohl wir es nicht, vielleicht auch der ein oder andere gar nicht mehr möchte oder gar keinen Fernseher besitzt. Aber das Bild dort ist natürlich sehr einseitig. Wenn Sie da vom Great Reset werden Sie da nie was hören, sondern nur, dass es eine krude Verschwörungstheorie ist. Das ist ein großes Problem. Sie bekommen eine sehr einseitige Berichterstattung, und vor allen Dingen werden Sie auch diffamiert als Querdenker. Früher war ein Querdenker etwas Gutes. Das war jemand, der was erkannt hat, was andere nicht erkannt haben. Und heute wird man diffamiert. Und da machen die Medien leider mit. Und in dem Zusammenhang, wir haben es eingangs gesagt, die Medienlandschaft ist natürlich auch geprägt von einem linksgrünen Umfeld. Da gibt es einen Bericht in der Welt, der beschrieben hat, 92% der Volontariate
Volontäre sind Linksgrünwähler und das ist schon mal keine Berichterstattung für das konservativ-liberale bürgerliche Lager, sondern mehr als einseitig. Und das ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Insofern sind die Medien das zentrale Problem, weil die uns auch in Verruf bringen, logischerweise, die eben eine andere Meinung oder dazu aufrufen, einfach mal meinungsoffen zu sein. Mehr verlange ich ja erstmal schon mal gar nicht im ersten Schritt. Ja, ich kann das voll unterstreichen, was Sie da sagen. Ich bin seit 35 Jahren Journalist. Man wird nicht Journalist, um Geld zu verdienen und reich zu werden, sondern weil man vielleicht so ein kantsches Aufklärungsbedürfnis hat. Man ist der Welterklärer und will sein Publikum die Welt erklären. Und dann folgt daraus natürlich das Verhalten, das wir da sehen. Sie haben gerade von der Komfortzone der Menschen gesprochen. Es fällt ihnen schwer, da rauszugehen. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, woher kann der Impuls kommen, doch den Spieß wieder umzudrehen und vielleicht die Sache noch zu retten. Worauf können wir da hoffen, Ihrer Meinung nach? Es ist traurig. Wahrscheinlich müssen wir auf eine enorme Krise hoffen, dass es den Menschen tatsächlich ans Portemonnaie gibt. Der Mensch, das ist die erste Stunde in VWL, der Mensch handelt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Also er handelt aus einem Mangel heraus. Das ist leider eine sehr nüchterne Einschätzung. Und deswegen glaube ich, dass erst dann wirklich etwas passiert, wenn der Mangel bei der Masse groß ist. Und ich hoffe, dass es dann nicht zu spät ist. Das ist das große Problem, was ich sehe, dass halt vorher nicht genug Menschen aufwachen, weil es geht ja schon, also vielen geht es ja auch sehr gut. Es ist ja umstritten, dass viele schon ein Problem haben aktuell, aber die meisten, die Masse eben noch nicht. Es sind einzelne Branchen, die aktuell von dieser Krise betroffen sind und die gehen natürlich auch auf die Barrikaden, zum Teil auch noch zu wenig, weil sie halt auch ein Stück weit Angst haben. Also ich hoffe sehr, dass da etwas in Bewegung gesetzt wird. Leider befürchte ich, dass es eine Krise braucht, dass es wirklich an das Portemonnaie der Menschen gehen muss, ehe sie sich bewegen. Weil der Mensch handelt leider erst dann und muss erst dann aus der Komfortzone raus, wenn der Mangel groß genug ist. Das ist das, was ich leider ganz nüchtern schildern muss. Ja. Leider. Sie haben ja die Branchen eben auch erwähnt. Letzte Woche hat mir ein Schuhhändler, der auch lange Zeit zu hatte, ich weiß gar nicht mehr wie viele Monate, erklärt, dass zum Beispiel im Lebensmittelhandel oder im Einzelhandel insgesamt Food, also Nahrungsmittel, 60% des Verbandes dominiert. Das sind die großen Supermärkte von Rewe über Lidl bis Aldi und die machen das Geschäft ihres Lebens zurzeit. Die haben natürlich keinen Grund, auf die Barrikaden zu gehen. Das bremst natürlich auch inklusive die Korruption in den Verbänden, politische Besetzungen auch. Wissen Sie, das große Problem ist an der Stelle natürlich auch, dass diese Unternehmen auch Non-Food-Artikel haben. Das heißt, die stehen in Konkurrenz zu denen, die jetzt aktuell nichts verkaufen dürfen. Und das ist ein großes Problem und das ist leider, widerspricht das unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, weil das im Grunde eine Art Willkür ist, was da stattfindet. Das ist ein großes Problem und Sie haben über Macht gesprochen. Wenn wir uns die Krise 2007, 2008 anschauen, dann haben wir damals feststellen müssen, dass die, die es durch ihre strukturierten, faulen Kredite, die sie strukturiert haben in komplizierten Gesellschaften, dass die, die Krise ausgelöst haben, ich sage, nenne jetzt mal keine Namen, aber dass die dann auch am langen Ende die Politik beraten haben und gesagt haben, wie es zu funktionieren und zu retten ist. Und das ist auch ein großes Problem, dass wir im Grunde die politische Landschaft auf der einen Seite haben, da es schon in gewisser Weise mit einem Kartell zu tun haben, was ziemlich autark agiert und zum Teil auch noch korrupt und an diesen Hygieneartikeln jetzt auch noch mächtig mitverdient. Auch das hat natürlich dazu geführt, dass die CDU ordentlich verloren hat. Und dann haben wir drumherum ein Machtkartell. Und das ist sehr bedenklich, weil ja, letzten Endes kommt man dann nur sehr schwer raus aus diesen Themen. Und wir haben es gerade gesagt, 2007, 2008 war die Finanzoligarchie, Big Bank. Das waren die, die damals sehr einflussreich waren. Heute Big Tech, einflussreicher denn je, werden immer einflussreicher. Das sind die großen Datensammelbuden, sage ich mal ganz salopp, die auch diese dystopische Vision mitprägen, mitbegleiten. Und dann natürlich aktuell Big Pharma, die Pharmalobby, die auch an der Stelle agiert und die ja auch den langen Arm bis in die Politik hat. Da ist ja auch vieles bekannt, wenn man sich ein wenig informiert.
Das war der Unternehmer, Mittelständler, Diplom-Informatiker und Mitstreiter Benjamin Mutlak, sehr aktiv für die Atlas-Initiative. Und wenn Sie mehr von diesem Mann sehen und hören wollen, dann schauen Sie rein beim ökonomischen IQ. Ich werde das auch unter dem Video verlinken. Ganz herzlichen Dank für ein sehr informatives Gespräch heute. Benjamin Mutlak. Danke Ihnen.